Ja, irgendwie, Leonie, ist der Patrick Schmidt dann doch hier mit dabei. Schau mal, alle aus seinem Team tragen die 39, seine Nummer. Solche Gesten helfen, 6 bis 8 Monate wird er fehlen und Patrick Schmidt, er will zurückkommen. Auch um sowas wieder als Spieler mitzuerleben, der Ludwigspark bunt und laut und voll und klar ausverkauft. Gut, 14.100 sind da bei Blau-Schwarz gegen Blau-Schwarz. Saarbrücken gegen Mannheim passt farblich zusammen. Emotional aber herrscht größtmögliche Rivalität. Und dann, schwupps, Geheimnis gelüftet. Kasim Rabic nimmt den Schmidtplatz im Sturm neben Kai Brünke ein, rückt also 1 vor aus dem Mittelfeld. Das ist die Zielreaktion auf den prominenten Ausfall. Dazu schickt der FCS-Trainer Chiveya zentral auf die Rabic-Position. Und dieser Tim Chiveya gleich mal lockig, flockig, die 23 mittendrin, genau jetzt. Gutes Auge für die erste gute Aktion, Rizzotto. Und dann Brünke, puh, gleich mal Zähne knirschen, Fäuste ballen, Derby-Strom läuft schon mal kräftig durch die FCS-Adern. Rizzotto gefällt zu Beginn besonders, Kai Brünke gefällt seit Wochen. Und der Trainer spielt mit, nickt mit. Entschlossenheit, Energie, passt alles auch defensiv, auch wenn Rizzotto da zu viel Härte reinpackt. Da wirkt sich auch der Zweitberuf als sorgfältiger Landschaftsgärtner nicht strafmildernd aus. Die Eröffnung geht klar an Saarbrücken. Eckball, 10. Minute. Rabic. Und da ist viel Platz und da ist schon wieder Rizzotto. Mutig ist er auch. Guter Versuch. Der FCS unterstreicht seine Vorliebe für die ersten 30 Minuten. Schon 4 Tore da. Kein Team der Liga hat häufiger getroffen in der ersten halben Stunde. Und die ist immer noch nicht vorüber. Und dann kommt Tim Chiveya. Und dann rumpst es in der 21. Minute. 3. gute Möglichkeit, FCS. 1. Lattentreffer. Tim Chiveya, der für Rabic das offensive Mittelfeld übernahm, weil der ja den Schmidt im Sturm ersetzt. Saarbrückens personelle Änderungen auf den Schmidt-Ausfall. Die Reaktionen, sie funktionieren bis hierhin. Auch noch 60 Sekunden danach. Gauss nach Pass von Rabic. Chiveya, Kerber, Rizzotto, spitzer Winkel, bleibt beim 0-0. Dennoch viel los im Mannheimer 16er. Und das nicht nur heute. 12 Spiele in Folge haben die Gäste schon nicht mehr zu 0 gespielt. Und nochmal Statistik mit Applaus. Aber Saarbrücken, 9 der letzten 10 Heimspiele hat der FCS erfolgreich, siegreich ins Ziel gebracht. So weit, so gut. Ab jetzt weniger gut, weil weniger los. Mannheim ohnehin dauerdistanziert zum FCS-Tor und Saarbrücken. Gauss, das schon die 40. Minute. Mal hoch und weit. Zeit auf Gauss. Die letzte Möglichkeit in der ersten Halbzeit. Danach nur das noch und kurze Erinnerung, Rizzotto hatte ja schon gelb gesehen, deswegen jetzt erhöhtes schlechtes Gewissen. Schiedsrichter Sater verzichtet aber hier auf gelb-rot. Glück für den FCS. Es geht torlos zum Pausen-Selfie, das Pausen-Fazit. Jo, da geht noch mehr. Neues Personal kann helfen. Julian Günther Schmidt kommt rein für den gelb-rot gefährdeten Rizzotto-Wechsel nachvollziehbar. Zweite Hälfte und plötzlich spielt und tanzt zumindest ein wenig mal offensiv auch Mannheim mit. Abifade, Chance, harmlos, Proteste dafür energisch, aber auch falsch. Denn nein, das hier von Böder gleich war kein absichtliches Handspiel, also auch kein Elfmeter. Rüdiger Rehm, Ex-Saarbrücker, Spieler Anfang der 2000er, darf nun häufiger auf Chancen seiner Mannschaft blicken. Saarbrücken hat Mut und Schwung erstmal in der Kabine gelassen. Mannheim mit Hermann. Der Waldhof ist nun angekommen im Derby, braucht nach nur 2 Siegen in 6 Spielen auch dringend die Punkte. Das
die 57. Minute. Nochmal Hermann, gute Position. Ausführung, naja, Patrok darf den Puls im Ruhebereich lassen. Gute Stunde vorbei. Saarbrücken bislang in dieser zweiten Hälfte noch ohne eigene Chance. Vielleicht ja jetzt. Zeitz auf Chivea, Ball aber ist weg und Mannheim am Kontern. Abifade. Hermann und zack, 0-1. Die 74. Minute. Ja, Mannheim kommt besser aus der Kabine. Dennoch kommt der Gegentreffer ohne vorherige Großchance, ohne echte Vorwarnung. Und der Fehler, der passiert im Mittelfeld. Chivea, da muss er entgegenkommen. Stattdessen muss der FCS hinterherlaufen. Und Charles Jesaja Hermann, der macht das besonders fein mit der Außenseite. Paterok chancenlos. Zweites Saisontor von Hermann. Erstes Gegentor FCS nach zuvor 2:0 Spielen. Einmal richtig geschlafen, Rüdiger Ziel. Und schon hinten. So, verarbeiten und wechseln. Chivea darf dann gleich mal runter. Die Michele Sanchez und Naifi kommen. Zuvor schon Neudecker rein. Und hätte man einen Grimaldi noch, so wie im Vorjahr. Heute ist er zu Besuch. Da hätte man auch den noch offensiv nachlegen können. Nur wenig später. Ecke Saarbrücken und Chance Saarbrücken. Gleich mal das neue Personal im Blickpunkt. Naifi, die 82. Minute. Aufgeben ist nicht. Auch gegen Ferl hat der FCS einen Rückstand spät noch in einen Sieg gedreht. Also, warum nicht heute? An der Motivation, an der Animation wird's nicht scheitern. Weiter, immer weiter. Die Gastgeber, sie wollen. Aber die Zeit ist nicht ihr Freund. Nur noch 2 Minuten. Julian Günther Schmidt. Dann Kerber. Und das ist eine Willensleistung. Kai Brünker, wie viel Energie steckt der denn da rein? 1-1. 88. Minute. Nochmal die Vorbereitung. Die Flanke von Kerber. Schon richtig scharf der Kopfball von Brünker. Dann aber das Sinnbild für FCS Kampfgeist. Was der da alles reinlegt. Sein schon 5. Saisontor. Er trifft auch ohne Sturm Spezi und Partner Schmidt. Und der Trainer nickt diesmal erfolgreich. Und jetzt will Saarbrücken mehr. Glaube ist da. Die Chance auch. Die 90. Minute. Achtung, Kai Brünker. Schon wieder Kai Brünker. Mit dem Fuß macht er es wenige Sekunden zuvor deutlich besser als mit dem... Nee, mit dem Fuß macht er schlechter als mit dem Kopf kurz zuvor. Das die große, aber auch einzige Chance, um die Partie noch zu drehen. Derby Endstand im Ludwigspark so 1:1. Die Reaktion. Wenn man im Derby, glaube ich, von 90 Minuten 75 oder 80 eigentlich die bessere Mannschaft ist, wird man das Spiel auch gern gewinnen. Nichtsdestotrotz hat es Mannheim in der zweiten Halbzeit auch besser gemacht als in der ersten und hat auch jetzt nicht hier einen komplett unverdienten Punkt geholt. Auch wenn sie, glaube ich, mit dem einzigen Torschuss in ihrem Spiel ein Tor gemacht haben. Ich freue mich schon über das Tor, aber es sind so auch gemischte Gefühle, weil heute, es fühlt sich einfach an, dass mehr drin gewesen ist. Und ja, das müssen wir jetzt akzeptieren und nächstes Spiel muss dann auch mal 3 Punkte aufs Konto. Die waren heute möglich. Chancen waren da, erste wie zweite Halbzeit. Hat der Patrick Schmidt dann irgendwie doch gefehlt? Ja, das kann man jetzt, glaube ich, jedes Spiel fragen und er wird immer fehlen, das ist ja ganz logisch. Ja klar, Patrick ist ein überragender Stürmer, muss man einfach sagen. Der hat einen gewissen Torriecher, der ist schnell, der kann Bälle festmachen, der ist kopfballstark. Ist natürlich schon, da fehlen natürlich schon seine Qualitäten. Derby-Punkteteilung zwischen Mannheim und Saarbrücken. Glücklich für den Waldhof, vielleicht zu wenig nach all den Chancen für Saarbrücken und Rüdiger Ziel.